Oben, unten, oben, unten, oben, unten. So. Und auf der Jagd nach Punkten habe ich mir den Sniper und diesmal aber etwas Schnellfeuerndes geschnappt. Oh. Oh, scheiße, schießt das Ding schlecht. Das Ding hat ja einen Recoil, das ist ja böse. Okay, wenige trauen sich hier links rum. Heißt das, dass die Gegner den Punkt hier haben? Die Gegend, oder? Jo. Ist klar, ne? Also die Waffe hat... es fühlt sich so an, als ob die Waffe so ein... ziemlich hohen First Shot Multiplier hat. Hab ich so dabei? C4 und ein Tux. Also denk mal, so ein Tux ist ganz gut, wenn man das so recht unauffällig in Stellen aufstellt wie hier. Hey, ich habe den Typ doch getroffen. Und hier unten war auch einer. Habe ich die Empfindlichkeit immer noch umgestellt oder ist die Waffe einfach nur scheiße zu handeln? Mal sehen, was die Wand zu C4 sagt. Nee. Dankeschön. Bewegungsmelderhilfe. Oh. Ich werde wieder aufgestellt. Sehr nice. Leider nur ein 20er. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass da schon der Balken unten ist. Und damit habe ich ja auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet. Aber gegen die Waffe. Ich habe das Gefühl, die Waffe ist scheiße. Die Chinesen? Ja. Okay, dann ist es normal, dass die so komisch schreien. Eine kleine Alpha-Wand. Komm schon. Lass mich nicht umsonst gestorben sein. Die Waffe ist scheiße. First Shot Multiplier und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe verlernt zu zielen. Meine Güte, 7% ist doch wie vorher. Merkwürdig. Ich habe irgendwie gar keine Aim mehr. Haben wir den Teil der Map jetzt schon gefasst? Ich habe echt absolut keine Chance mit dem Ding. Da muss ich mal kurz mal einen Test machen hier. Das Ding schießt absolut scheiße. Okay. Mouse Button 1 ist nicht.
habe nicht das Gefühl, dass das eine Waffe ist, mit der ich gerne viel spielen will. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es liegt an mir. Sieht nicht gut aus für mich. Du lenkst ab. Ich habe einen feindlichen MG-Schützen nördlich deiner Position gesichtet. Zum Aufwärmen. Leiten wir mal unseren. Komm zurück! Komm sofort hierher! Hier darf man sich wohl nicht bewegen. Okay. Okay, die stürmen hier hoch. Da waren mindestens zwei Schuss von, mindestens ein Schuss war davon ein Headshot. Okay, AWS. Oh, der hat sein Zweibein aufgebaut. Du, mein Freund. Oh, da fliegt er. Da fliegt er. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass... dass das eine Waffe ist, mit der ich... mit der ich lang glücklich werde. Oh, ja, da hat er mich vorher gesehen und da habe ich den, das klingt jetzt merkwürdig, aber da habe ich den Netcode gefühlt. Da habe ich gefühlt, ich bin schon tot. Der Server wusste, quasi der Server hat schon entschieden, dass ich tot bin, hat es mir nur noch nicht gesagt.
aber. Nur noch einer, dann haben wir's. Also los! Da schießt einer, schießt ein Sniper Schall gedämpft. Und da haben wir schon gewonnen. War knapp. Ja, doch. War gut Game. Relativ ebenbürtig. Aber gut, wir haben auch die Uhrzeit dafür. Also die Waffe kann in Close Quarter kann sie nicht viel. Und sie tanzt auch ziemlich viel rum. Also, ja, ist nicht so wirklich das Wahre. Ja, sieht man hier. Da hätte ich mich, hätte ich mit einer Sniper bessere Ergebnisse erzielt. Oh. Haben wohl ein paar Leute einen Sieg gebraucht. So wie es aussieht. Wenn man aus dem Server rausgeht, wenn man gewonnen hat, dann sind es wohl so Leute, die Bestätigung gebrauchen. Ach nee, jetzt echt. Was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße? Hä? Warum spackt denn Battlefield so rum?